Heute zeige ich euch, wie man Espresso Panna Cotta macht. Für den Espresso-Spiegel braucht man einen heißen Espresso, ein Blatt Gelatine und 2 Teelöffel Zucker. Die Blattgelatine muss 5 Minuten im kalten Wasser eingeweicht werden. Ich habe hier schon welche vorbereitet. Sie muss jetzt ausgedrückt werden und mit heißem Espresso übergossen werden. Der Zucker kann ebenfalls gleich dazu. Der Espresso muss übrigens heiß sein, da sich die Gelatine sonst nicht auflöst. Jetzt können wir die Espresso-Mischung auf 4 Gläser gleichmäßig verteilen. Fertig abgefüllt müssen die Gläser zum Gelieren in den Kühlschrank. Für die Panna Cotta braucht man 400 ml Sahne, 75 ml Milch, 70 Gramm Zucker, ein Espresso, ein Teelöffel Vanilleextrakt und 3 Blatt Gelatine. Wie zuvor muss die Gelatine zuerst im kalten Wasser eingeweicht werden. Währenddessen können wir die restlichen Zutaten in den Topf geben. Nun müssen die Zutaten bei schwacher Hitze zum Köcheln gebracht werden. Wenn die Mischung kurz davor ist zu kochen, müsst ihr den Herd direkt ausschalten. Jetzt kommt auch die ausgedrückte Gelatine zu unserer heißen Sahne. Ihr müsst so lange rühren, bis sich die Gelatine vollständig aufgelöst hat. Nun müsst ihr warten, bis die Mischung Zimmertemperatur erreicht hat, da sich der Espressospiegel sonst beim Eingießen verflüssigen würde. Schaut, wie fest die Espressomischung geworden ist. Ich gieße die Sahne nicht direkt in das Glas, damit im Spiegel kein Loch entsteht. Die Panna Cotta muss für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank. Wenn ihr wie ich die Panna Cotta stürzen wollt, müsst ihr die Gläser kurz ins heiße Wasser halten. Falls ihr sie zu lange ins heiße Wasser haltet, schmilzt die Panna Cotta ein bisschen, wie hier zu sehen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, ein Abo und ein Like dazulassen. Verlinkt mich auf euren Bildern und Stories in Insta und Hashtag AlexFeines nicht vergessen. Ansonsten viel Spaß beim Nachmachen.